General, ich bin auf Narshadar eingetroffen. Immer noch keine Rückmeldung von Agent Galen? Negativ. Nach Taris und Ort Mantell befürchte ich das Schlimmste. Ich muss euch warnen. Das Projekt dort ist... Ich hätte es schon längst einstellen sollen. Gespräche wie dieses nehmen nie ein gutes Ende. Nach dem Sieg des Imperiums auf Coruscant waren die Leute verängstigt. Wir wirkten schwach und hilflos. Der Senat genehmigte die Forschung in einem Bereich, den wir nie hätten anrühren sollen. Den Einsatz von Technologie, um gewöhnliche Menschen in tödliche Waffen zu verwandeln. Das Superwachenprogramm erschuf den ultimativen Soldaten. Stark genug, um es mit einem Sith im Zweikampf aufzunehmen. Die beste Verteidigung gegen einen Sith ist jemand wie ich. Euer Orden war beinahe ausgelöscht. Der Senat befürchtete, dass er sich nie mehr erholen würde. Auf Narshadar stehen uns die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Kybernetik, Kampfaufputschmittel, Rüstung und Waffen zur Verfügung. Alles, was wir zur Erschaffung der Superwachen brauchen. Außerdem können wir uns hier der Regierungskontrolle entziehen. Wir befinden uns im Huttenraum. Ein neutraler Raum, in dem Gesetze faktisch nicht existieren. Das verstößt gegen sämtliche Prinzipien der Republik. Ich wollte uns von der Korruption fernhalten und dachte wirklich, dass es mir auch gelingen würde. Ich habe einem einzigen Agenten die Verantwortung über das Superwachenprojekt anvertraut. Ich gab ihm uneingeschränkte Befugnis und ausreichend Credits zur Finanzierung des Programms. Die Forschungsanlage operiert absolut verdeckt. Nicht einmal ich weiß, wo sie sich befindet. Wie soll Angral sie gefunden haben, wenn nicht mal ihr ihren Standort kennt? Der Name sowie die Kontaktdaten unseres Agenten befanden sich in der Datei, die auf Coruscant gestohlen wurde. Unser Agent ist verschwunden und Agent Galen ist auf der Suche nach ihm verschollen. Ich kann nur vermuten, dass sie entweder tot sind oder gefangen gehalten werden. Wie soll ich diese Anlage ohne jegliche Spur finden? Ihr bekommt Unterstützung. Ihr müsst euch mit dem Büro des Strategischen Informationsdienstes auf Narshadar absprechen. Der Leiter des Büros ist Chief Rikan. Das SED-Hauptquartier ist auf der Promenade versteckt. Ihr geht in ein Geschäft und benutzt dort den geheimen Turbolift, um euch mit Rikan zu treffen. Promenadegeschäft, geheimer Turbolift. Alles klar. Ich fühle mich schon wie ein Spion. Ich übertrage euch die Koordinaten des Treffpunkts und den Sicherheitscode für den Turbolift. Viel Glück! Vasatra, Ende. Das ist schon der zweite Feldagent, der sich nicht mehr meldet. Unser Netzwerk wird angegriffen. Das wissen wir nicht. Wir wissen, dass Agent Galen gefangen genommen wurde. Er verrät dem Feind unsere Schwachstellen. Ruft Alarmstufe Omega für alle Feldagenten aus, wenn ihr euch dann besser fühlt. Mal sehen, wie viele sich melden. Der Jedi, der Wächter 1 ausgeschaltet hat. Ich bin froh, euch hier zu sehen. Ich bin Chief Rikan. Ich wünschte, ich hätte bessere Neuigkeiten. Wir tappen derzeit völlig im Dunkeln. Licht ins Dunkel zu bringen, ist mein Spezialgebiet. Ich sage euch, was ich weiß. Agent Galen kam her, um eine streng geheime Operation zu sichern. Etwas, das selbst vor uns geheim gehalten wurde. Galen verschwand im Nikto-Sektor auf der Suche nach einem Kontakt. Wenigstens hinterließ er eine Spur, der wir folgen können. Das ist doch ein Anfang. Wo finde ich diese Spur? Galen hinterließ verschlüsselte Fortschrittsberichte in SID-Geheimfächern im gesamten Nikto-Sektor. Das Gebiet ist jedoch zu gefährlich geworden. Ich musste meine Agenten dort abziehen. Wenn ihr die Berichte wollt, müsst ihr allein dorthin. Na, ein Glück. Ich hatte schon befürchtet, dass es zu einfach würde. Ich habe Alarmstufe Omega ausgerufen. Nur die Hälfte unserer Feldagenten hat geantwortet. Ich sag's euch, wir wurden verraten. Wir müssen das Hauptquartier verlegen, bevor es zu spät ist. Vielleicht will der Feind euch ins Freie treiben, um euch leichter erledigen zu können. Fliehen und neu sammeln ist jedenfalls besser, als auf den Tod zu warten.
Eine Evakuierung des Gebäudes kommt überhaupt nicht in Frage. Hier drin sind wir sicher. Und wir haben eine Mission zu erfüllen. Ich habe die Positionen von Agent Garlands Geheimfächern markiert. Ladet seine Berichte auf euren Holo herunter und kontaktiert mich. Ich werde sie entschlüsseln. Besorgen wir uns ein paar Antworten. Viel Glück. Chief Rikan? Ich habe sämtliche verschlüsselte Nachrichten von Agent Garland heruntergeladen. Ich übertrage ein Entschlüsselungssignal auf euren Holo. Daten werden entschlüsselt. Daten und Orte, gewöhnliche Verfolgungsdaten und eine Prioritätsaufzeichnung. Die spiele ich jetzt ab. Ich habe unseren leitenden Agenten gefunden. Tot. Die Superwachendaten sind verschwunden. Keine Hinweise auf den Ort der Hauptanlage. Aber es gab Hinweise auf ein Rekrutierungszentrum in der Nähe. Das Projekt nutzte Flüchtlinge als Testsubjekte. Das Rekrutierungszentrum ist meine beste Spur zur Hauptanlage. Ich werde es aufsuchen. Ich hinterlasse die Koordinaten des Zentrums für den Fall, dass etwas passiert. Galenende. Ganz schön mutig, allein da reinzugehen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dass der Feind unser Waffenprojekt gestohlen hat oder dass wir mit Flüchtlingen experimentiert haben. Ich bin schockiert, dass General Vasatra illegale Tests zugelassen hat. Bei der ganzen Geheimhaltung wusste er vielleicht nichts davon. Agent Galen oder wer auch immer ihn gefangen hält, hält den Schlüssel zur Bergung des Superwachenprojekts. Die Spur führt direkt zum Rekrutierungszentrum. Ihr müsst dort eindringen und herausfinden, was vorgefallen ist. Viel Glück. Rikan, Ende. Alles ist gut. Ich bin hier, um zu helfen. Chief Rikan, das Rekrutierungszentrum war voller Imperialer. Keine Spur von Agent Galen, aber ich konnte einige Flüchtlinge befreien. Keine Flüchtlinge. Helden. Diese Leute haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um einen Sieg über das Imperium zu ermöglichen. Ich heiße Velna Rock. Ich habe seit Beginn des Projekts Freiwillige für das Superwachenprogramm rekrutiert. Diese Leute haben sich freiwillig als Testsubjekte gemeldet? Das Imperium hat ihre Heimatwelten gestohlen. Sie warten nur auf eine Chance zur Vergeltung. Über die Jahre haben sich Hunderte von Freiwilligen für die Superwachen-Experimente gemeldet. Sie alle sind Helden. Wie viele Superwachen gibt es? Und wie sind sie? Diese Informationen sind mir nicht zugänglich. Aber sie sollen unglaublich sein. Sogar stärker als ein Jedi. Ich weiß nicht, wie das Imperium uns gefunden hat. Aber sie kontrollieren jetzt das gesamte Projekt. Ein republikanischer Agent namens Galen kam her. Was ist ihm zugestoßen? Sie haben ihn gefangen genommen. Ihr Anführer wollte ihn lebend haben. Die Imperialen verschleppen Leute für Tests ins Hauptlabor. Es befindet sich irgendwo im Rotlichtsektor. Aber die genaue Position kenne ich nicht. Das ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete auf ganz Nar Shaddaa. Wir werden das Labor niemals finden. Ich habe gehört, dass es das einzige Gebäude mit eigenem Energiereaktor ist. Hilft das? Absolut. Kontaktiert mich, wenn ihr im Rotlichtsektor eintrefft. Ich habe einen Plan. Rikan, Ende. Ich bringe diese Freiwilligen in Sicherheit. Ich hoffe, ihr tötet jeden Einzelnen dieser Imperialen. Ich bin im Rotlichtsektor. Habt ihr einen Plan, um das Hauptlabor ausfindig zu machen? Wenn die Superwachenanlage einen eigenen Reaktor hat, dann ist sie immun gegen Fluktuationen im Energienetz. Meine Leute beobachten die Energiedaten des Sektors. Ihr müsst nur für ein paar Fluktuationen sorgen. Es sollte genügen, wenn ihr die richtigen Energieleitungen mit dem Lichtschwert überladet. Ich löse eine Menge Probleme mit meiner Waffe. Ich wünsche mir auch oft eins. Jedes Mal, wenn wieder ein Haufen Datenpads auf meinem Schreibtisch landet. Übertrage die Koordinaten der Hauptenergieleitungen. Überladet sie alle. Und wir finden die Position des superwachen Hauptlabors. Und seid auf der Hut. Der Rotlichtsektor wird zivilisiert, aber er ist es nicht. Rikan, Ende. Nur ein Gebäude im Sektor wurde weiterhin konstant mit Energie versorgt, als ihr die Energieleitungen gestört habt. Das muss das Hauptlabor sein.
Ich übertrage die Koordinaten. Wir haben keine Ahnung, was euch, abgesehen von Agent Galen und den Testsubjekten dort drin, erwartet. Wie wollt ihr vorgehen? Ein Jedi ist immer bereit, ganz gleich, welche Überraschungen der Feind auf Lager hat. Mit etwas Glück erwischt ihr den Feind unvorbereitet. Euch erwartet ein heftiger Kampf. Auf in den Tod. Kontaktiert mich, wenn es vollbracht ist. Rikan, Ende. Wir haben euch erwartet, Jedi. Darth Angral erzählte mir, dass ihr Wächter 1 und Inquisitor Farrakh besiegt habt. Beeindruckend. Ach, deshalb seid ihr nicht hier. Ihr habt Angst, nicht wahr? Soldaten, legt eure Waffen nieder. Ich verspreche euch eine faire Behandlung. Und das ist mehr, als ihr verdient. Ihr habt gute Männer im Rekrutierungszentrum getötet. Loyale Soldaten. Die Besten. Sie dienten dem Bösen. Die Galaxis wird sie nicht vermissen. Euch wird auch niemand vermissen. Ich habe Commander Grohl versprochen, dass er euch persönlich ausschalten darf. Ich habe ihm ein paar Geschenke zur Hilfe dagelassen. Mark 1 Superwachen. Nicht so zerstörerisch wie meine neuesten Modelle, aber schnell zu fertigen und äußerst gefügig. Ihren nutzlosen Verstand zu löschen und sie mir zu unterwerfen, war ein Kinderspiel. Wenn diese Leute bereits tot sind, muss ich mich wenigstens nicht zurückhalten. Wir sind zu spät, Rikan. Darth Angrals Schüler hat das Labor verwüstet. Hier ist nichts mehr zu holen. Bei einem imperialen Offizier habe ich ein verschlüsseltes Datenpad gefunden. Es sieht wichtig aus. Vielleicht befinden sich darauf Informationen, wohin der Feind sich zurückgezogen hat. Bringt das Datenpad zurück zum Hauptquartier. Meine Hacker werden die Verschlüsselung knacken. Wir müssen schnell sein, um den Feind noch aufzuhalten. Beeilung! Ich habe ihn gewarnt. Ich habe Rikan gesagt, dass diese Basis verraten wurde. Der Chief ist tot. Alle sind tot. Was waren das für Dinger? So wie die, die ich im Hauptlabor bekämpft habe. Nur noch stärker. Ihr habt uns im Dunkeln tappen lassen, die Superwacheneinrichtung verschwiegen, uns nie von diesen Waffen erzählt. Wir sind hier geblieben und haben eure Mission unterstützt, obwohl wir längst hätten fliehen sollen. Diese Toten gehen auf euer Konto. Euer Vorgesetzter hat entschieden, dass ihr hier bleibt, nicht ich. Ihr seid ein Jedi. Ihr hättet ihn zum Zuhören zwingen können. Nach Rikans Tod habe ich nun das Kommando. Die Operation ist beendet. Agent Diaz, wir verschwinden. Tut mir leid, ihr seid auf euch allein gestellt. Chief Rikan hatte versprochen, diese imperialen Dateien zu entschlüsseln. Klärt das mit ihm. Seine Leiche liegt da hinten. Wartet einen Moment. Niemand sonst außer dem Jedi könnte diese Dinge aufhalten. Ich habe euch einen Befehl gegeben, Agent. Ich habe im Gefecht wohl mein Gehör verloren. Gebt mir das Datenpad. Ich gebe mein Bestes. Entschlüsselung abgeschlossen. Der Feind hat alles aus dem Superwachenlabor in eine Notfalleinrichtung gebracht. Ich kenne diese Koordinaten. Eine imperiale Fabrik auf der Industrieebene. Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Lasst diesen Abschaum für das zahlen, was sie uns angetan haben. Ihr habt eure Informationen. Der Rest liegt an euch. Tut mir leid, dass ich euch aufgehalten habe. Sucht euch ein sicheres Versteck, bis das alles vorbei ist. Sir, wir sollten General Varsatra informieren. Wir brauchen dringend Verstärkung. Ich habe die Rückzugsposition des Feindes markiert. Viel Glück da unten. Verschwinden wir hier, Agent Diaz. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Er wird mich dazu zwingen, euch weh zu tun. Er hat mich bereits dazu gezwungen, meine Kameraden im Stich zu lassen. Jetzt sind sie tot. Agent Galen, was ist euch zugestoßen? Dieser Schmerz, wenn ich mich widersetze, er gewinnt immer. Ich beende seine Kontrolle über euch, versprochen. Zu spät. Er ist hier. Nichts ist ärgerlicher als ein Jedi, der nicht sterben will. Eure ständigen Störungen müssen ein Ende finden. Euer einstiger Verbündeter wird zu eurem Henker. Die Stärke des neuen Agent Galen wird nur noch durch seinen Gehorsam übertroffen. Er hätte mich angreifen können und hat es nicht getan.
Sein Wille ist stärker als der eure. Ich habe ihn nur noch nicht ausreichend motiviert. Galen, vernichte meinen Feind. Nein, eher sterbe ich. Kontrollfaktor 6 initiiert. Neuralkontrolle hergestellt. Starte Eliminierungsprotokoll. Ziel Jedi. Ich habe euch gewarnt. Er gewinnt immer. Aufhören. Ich habe die Kontrolle wieder. Der Schaden, den ihr mir zugefügt habt, hat die Neuralkontrolle deaktiviert. Zumindest vorübergehend. Ich spüre schon, wie meine Systeme sich selbst reparieren. Verratet mir, wie ich euch von der Kontrolle durch den Sith befreien kann. Die Maschinen lassen sich nicht mehr entfernen, ohne mich dabei zu töten. Der Sith, Lord Sadich, hat die Kontrolle über die Mark III Superwachen der Republik übernommen. Kybernetisch verbesserte Soldaten mit fortschrittlichen Waffen. Sadich will noch hunderte davon bauen. Alle unter seiner Kontrolle. Eine Armee zur Eroberung von Nar Shaddaa. Die Einwohner werden sich wohl kaum kampflos ergeben. Die Hutten sind feige. Am Ende werden sie sich ergeben, um ihre fetten Hintern zu retten. Sadich baut seine Armee in der Schattenstadt, einem Sektor unter imperialer Kontrolle. Dort findet ihr die widerlichsten Typen auf ganz Nar Shaddaa. Und das will was heißen. Ich gebe euch die Koordinaten. Die Neuralkontrolle wurde reaktiviert. Ihr könnt nichts für mich tun. Tötet mich! Es muss einen Weg geben, euch zu befreien. Gebt mir Zeit, um Sadich zu besiegen. Mich befreien? Hiervon? Selbst ohne Sadich-Kontrolle würde ich nicht so weiterleben wollen. Tut mir leid, aber mir steht es nicht zu, über euer Leben zu richten. Vergesst eure Jedi-Ideale! Ich bin eine Gefahr für euch und die ganze Republik! Wenn ihr nicht das Richtige tun wollt, werde ich es selbst tun. Betet zu den Sternen, dass ihr mich nie wiederseht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir sollten uns beeilen und diese Basis suchen. Die Mark-3-Modelle sind stärker, als ich dachte. Kaum noch was von mir übrig, nicht wahr? Galen, diese Wunden. Wir können nichts mehr für euch tun. Ich bereue nichts. Es war meine Entscheidung. Wenn ihr in der Fabrik geblieben wärt, wärt ihr jetzt noch am Leben. Das spielt keine Rolle. Es ist besser so. Findet Sadich und zerstört das Superwachenprojekt. Ich zähle auf euch. Ihr seid wirklich stark, dass ihr bis hierher gekommen seid. Aber nicht stark genug. Ich bin jetzt mehr als nur ein Sith. Viel mehr. Er ist groß, das muss ich ihm lassen. Bemerkenswerte Technologie, so vielseitig. Ich habe gerade 17 verschiedene Wege errechnet, um euer Leben zu beenden. Rechnet so viel ihr wollt, Sith. Die Macht ist mit mir. Die Macht? Mehr nicht. Zu schade, dass ihr nie verstehen werdet, wie sich wahre Stärke anfühlt. Vielleicht füge ich euch später doch meine Armee hinzu. Darth Angral würde es sicher gefallen. Vielleicht lasse ich sogar euren Verstand unversehrt, so wie bei Agent Galen. Das ist eure letzte Chance. Gebt auf! Nur die Schwachen ergeben sich. Ich bin nicht schwach. Tut nicht so überrascht. Leuten zu folgen ist unser Job. Agent Diaz hat im Hauptquartier einen Peilsender an eurem Rücken angebracht. Reine Routinemaßnahme. Keine böse Absicht. Ich wollte früher hier eintreffen, aber es ist ganz schön kompliziert, ohne ein Lichtschwert in imperiales Gebiet vorzudringen. Wo kommen diese Truppen her? Das sind die Schwarzen Sterne, eine Spezialeinheit. General Vasatra hat einen Gefallen von General Garza eingefordert und sie hierher beordert. Wir vernichten diese Einrichtung und stellen sicher, dass hiervon nichts mehr verwertet werden kann. Ich habe die Superwachendateien gefunden und auch die Aufzeichnungen darüber, wie sie kontrolliert wurden. Eure Befehle? Diese Technologie ist zu grausam und darf nicht existieren. Löscht sämtliche Daten. Das sehe ich anders, aber ich bin froh, wenn es vorüber ist. Fahrt fort, Agent Diaz. Ihr solltet General Vasatra Bericht erstatten. Wir folgen euch in Kürze. Wir müssen nur noch die Brandsätze platzieren.
Die Zusammenarbeit mit euch war höchst interessant. Viel Glück. Wir sind mit knapper Not an einer Katastrophe vorbeigeschlittert, General. Aber es hat uns viele gute Leute gekostet. Schlimm genug, dass wir Chief Rikan und so viele Agenten verloren haben. Aber Galen, mit dem habe ich jahrelang zusammengearbeitet. Ich habe gerade von Spezialagent Thunder gehört, dass sein Team am Sith-Stützpunkt alle Spuren des Vorfalls beseitigt hat. Danke, dass ihr die Superwachen-Dateien zerstört habt. Dieses Projekt zu genehmigen, war der größte Fehler in meiner Laufbahn. Die Furcht darf niemals eure Ideale außer Kraft setzen. Wenn es nur so einfach wäre. Die Stellung der Republik auf Nar Shaddai ist ziemlich wackelig. Es ist wohl für alle am besten, wenn diese Operation geheim bleibt. Ich versiegele alle Unterlagen darüber, was hier passiert ist. Außer euch, mir und dem SID kennt niemand die ganze Geschichte. Wenn mich jemand anders hiernach fragt, werde ich nicht für euch lügen. Ihr sollt ja auch nicht lügen. Aber bitte übt ein wenig Diskretion. Ich weiß, dass ihr sicher erschöpft seid, aber der Feind hat noch nicht aufgegeben. Und auch wir müssen durchhalten. Es hat sich gerade ein großer taktischer Vorteil ergeben, aber ihr müsst rasch handeln. Admiral Hacklin, einer von Darth Angrals engsten Vertrauten, hat uns um Asyl gebeten. Er möchte zu uns überlaufen. Hacklin war bei Angral, als ich auf Ort Mantell verhört wurde. Sie schienen befreundet zu sein. Was hat sich seither geändert? Ich weiß nicht genau, aber der Admiral ist auf der Flucht. Es gibt unbestätigte Berichte, dass das Imperium ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat. Einer von Darth Angrals besten Leuten wird zum Verräter? Das ist zu schön, um wahr zu sein. Genau, das sieht mir nach einer Falle aus. Hacklin wäre nicht der erste hochrangige Imperiale, der überwechselt. Bis wir eines Besseren belehrt werden, sollten wir annehmen, dass er es ernst meint. Kira scheint den Admiral auf Ort Mantell schwer beeindruckt zu haben. Er sagte, er würde sich nur ihr ergeben. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Es bleibt keine Zeit zum Verhandeln. Admiral Hacklin erwartet euch beide und sonst niemanden. Ich habe ihm gesagt, er soll in einer alten Asteroiden-Minenstation auf euch warten. Ich lade gerade die Koordinaten hoch. Wir bringen den Admiral schon in Sicherheit. Nehmt euch da draußen in Acht. Grüße. Ich bin Valis. Schön, dass ihr so schnell kommen konntet. Bitte verzeiht die Täuschung. Admiral Hacklin ist noch immer Darth Angrals treuer Diener. Aber sein Name war für dieses Treffen einfach zu praktisch. Er ist ein Sith! Tötet ihn! Also wirklich? Behandelt man so seine Familie? Familie? Kira, kennt ihr diesen Mann? Hört nicht auf ihn. Er versucht euch zu verwirren. Uns. Euer Padawan hat euch getäuscht. Kira ist kein Jedi. Sie ist ein Kind des Imperators. So wie ich. Und es ist an der Zeit, dass sie in die Obhut ihres Vaters zurückkehrt. Ich habe noch nie von irgendwelchen Kindern des Imperators gehört. Wer seid ihr? Die Auserwählten. Kinder, die ausgesucht wurden, um dem Ruhm unseres Vaters zu dienen. Eine Bestimmung, auf die wir stolz sein müssen. Verleugnet eure wahre Herkunft nicht. Ich bin kein Sith. Lasst nicht zu, dass er euch gegen mich aufbringt. Wir haben keinen Streit miteinander, Jedi. Kehrt zu eurem Schiff zurück und lasst Kira nach Hause kommen. Der Imperator will es so. Es spielt keine Rolle, woher sie kommt. Sie ist mein Padawan. Sagt unserem Vater, dass er nicht auf einen Anruf von mir warten soll. Ihr könnt vor eurer Bestimmung nicht davonlaufen, Kira. Dank eures kleinen Streits mit Darth Angral weiß der Imperator, dass ihr am Leben seid. Und wo er euch finden kann. Wohin ihr auch geht. Vater sieht euch. Er sieht euch in diesem Moment. Und er will euch zurück. Ich würde lieber sterben, als ihn nochmal zu sehen.
Wie ihr wünscht, Schwester. Danke, dass ihr mir beigestanden habt. Ich weiß, das war ein großer Schock, aber ich kann es erklären. Meine Eltern waren Sith. Aber der Imperator ist nicht mein Vater. Kind des Imperators ist nur ein Titel. Ich wurde meinen Eltern weggenommen, als ich noch ein Baby war. Zusammen mit anderen wie Wallis wurde ich in der Sith-Akademie herangezogen. Es war furchtbar. Ich will mir gar nicht vorstellen, welche Schmerzen ihr ertragen musstet. Der Schmerz wurde zur Normalität. Es gab schlimmere Dinge. Hin und wieder wurden die anderen Kinder fortgebracht, um unseren Vater zu sehen. Danach waren sie alle anders. Und keiner konnte sich daran erinnern, den Imperator getroffen zu haben. Eines Tages bemerkte ich, dass ich nichts mehr von der vergangenen Woche wusste. Sie haben mit mir dasselbe getan. Was auch immer die Sith getan haben, es liegt in euren Erinnerungen vergraben. Wir müssen es aufdecken. Ich habe es versucht. Jedes Mal, wenn ich mich einer Erinnerung nähere, ändert sie sich und entgleitet mir. Ich war noch ein Kind. Klein genug, um mich auf einem Versorgungsschiff davonzustehlen und den imperialen Raum zu verlassen. Ich habe einige gefährliche Orte kennengelernt, bevor ich Meisterin Kiwix getroffen habe. Sie hat mich zu den Jedi gebracht, mein Leben verändert. Habt ihr Meisterin Kiwix von eurer Vergangenheit erzählt? Nein. Was hätte ich ihr denn sagen sollen? Übrigens, ich wurde als Sith geboren. Ist das ein Problem? Ich habe immer gewusst, dass ich eines Tages mit der Wahrheit rausrücken muss. Ich hatte nur gehofft, mich erst als Jedi beweisen zu können. Jetzt weiß der Imperator, wo ich bin. Und die Sith werden niemals aufhören, mich zu jagen. Meisterin Satil und die anderen müssen davon erfahren. Ich bin bereit, die Wahrheit zu sagen. Meisterin Kiwix, dem Jedi-Rat, allen. Keine Geheimnisse mehr. Wir sollten vielleicht den General wissen lassen, dass er seinen Admiral nicht bekommt. Der Admiral ist niemals hier gewesen, General. Es war eine Falle. Verdammt! Es tut mir leid, dass ihr aufgrund einer Lüge dieser Gefahr ausgesetzt wart. Es soll nicht wieder vorkommen. Leider gibt es weitere schlechte Nachrichten. Eure Jedi-Meister haben beide ihre letzten zwei Com-Checks verpasst. Das sieht Meisterin Kiwix gar nicht ähnlich. Zu welchem Planeten habt ihr sie denn entsandt? Nach Tatooine. Meister Orgis ist auf Alderaan. Ihr müsst herausfinden, was mit ihnen und unseren Waffenlaboren geschehen ist. Geht in Ordnung, General. Aber zuerst muss ich mich in einer wichtigen Angelegenheit mit dem Hohen Rat der Jedi beraten. Wichtiger als die Galaxis vor Darth Angral zu retten? Ich möchte mal wissen, was das sein kann. Ich bin euch keine Erklärung schuldig. Ich weiß nicht, was euer Problem ist, aber löst es bitte schnell. Der Feind kann jederzeit zuschlagen. Möge die Macht mit uns allen sein. Basatra, Ende. Bringen wir es hinter uns. Meisterin Kiwix und Meister Orgis brauchen unsere Hilfe. Ich gehe in mein Quartier und meditiere. Sagt mir Bescheid, wenn wir Tython erreichen. Meisterin Satil? Meine Mission ist komplizierter geworden. Meister Orgis und Meisterin Kiwix sind verschwunden. Ich werde auf Tatooine und Alderaan nach ihnen suchen. Aber zuerst muss mein Padawan euch etwas sagen. Kira? Ich wurde auf Drom und Kaas geboren. Meine Eltern waren Sith. Puh, beim zweiten Mal fällt es viel leichter. Das war aber noch nicht alles. Das will ich auch hoffen. Gebt mir etwas Zeit, den Rat zu versammeln. Die meisten von uns sind nicht auf Tython. Und dann hat mein Meister mich davon überzeugt, herzukommen und es euch zu erzählen. Das war so ziemlich alles. Wir haben Gerüchte über diese Kinder des Imperators gehört. Aber jetzt haben wir endlich den Beweis für ihre Existenz. Es ist beunruhigend, dass wir nie die Wahrheit gespürt haben, seitdem Meisterin Kiwix Kira zu uns gebracht hat. Das macht sie umso gefährlicher. Sie muss eingesperrt werden. Kiras derzeitiger Meister sollte ein Wörtchen mitzureden haben. Was schlagt ihr vor? Die Situation erfordert keine Maßnahmen. Ich dachte nur, dass ihr die Wahrheit wissen solltet. Und jetzt, da wir sie kennen,
dürfen wir die Gefahr nicht ignorieren, die sie für unseren Orden darstellt. Ihr erlauben, ein Padawan zu bleiben? Ein Jedi-Ritter zu werden? Unvorstellbar! Wirklich? Haben wir von den Kindern des Imperators nicht erst durch einen Sith erfahren, der sich zur hellen Seite bekehrt hat? Meister Braga spricht die Wahrheit. Jeder kann gerettet werden. Angesichts eurer Abstammung war es nur natürlich, dass ihr Angst vor unserer Reaktion hattet. Jetzt zählt nur, dass ihr eure Vergangenheit hinter euch lasst und euch ganz der Sache der Jedi hingebt. Könnt ihr das? Das versuche ich schon, seit Meisterin Kiwiks mich gefunden hat. Kira ist ein guter Padawan. Ich vertraue ihr mein Leben an. Da habt ihr es. Ich brauche keinen weiteren Beweis für Kiras Loyalität. Richtig. Und ich denke, am besten ist es, wenn Kira da bleibt, wo sie jetzt ist. Das ist ein Fehler. Wenn Meisterin Kiwiks hier wäre, würde sie dasselbe sagen. Bis sie zurückkehrt, steht das Urteil dieses Rats fest. Kira ist am sichersten in eurer Obhut. Schön, dass ihr ihr noch eine Chance gebt. Ich verspreche, dass ich euch stolz machen werde. Selbst euch, Meister Kädan. Es war die richtige Entscheidung, uns zu informieren, aber jetzt solltet ihr zu eurer Mission zurückkehren. Möge die Macht auf Tatooine und Alderaan mit euch sein. Glaubt nicht, dass ich nicht weiß, welches Risiko ihr eingegangen seid, als ihr zu mir gehalten habt. Dank euch habe ich mich stärker gefühlt. Ihr seid eine tolle Meisterin und eine gute Freundin. Wir stehen das gemeinsam durch. Ich weiß, dass ihr dasselbe für mich tun würdet. Jetzt ja. Das schulde ich euch wirklich, nach allem, was ihr getan habt. Ich bin bereit, wenn ihr es seid, Meister.